Servus, liebe Freunde, einen wunderschönen, ja, tatsächlich doch mal wieder freien Montag für die meisten von uns. Und wir werden erstmal hier den Helfer starten, damit wir hier weitermachen. Dann möchte ich nämlich auch bei diesem wundertollen Wetter, ich nehme extra schon früh morgens auf, dass es nicht zu warm wird. Ja, ich nehme jetzt auch am Montag auf, das heißt also diese Folge sozusagen just in time. Und ich möchte direkt mal auf einen Kommentar eingehen, beziehungsweise auf mehrere Kommentare. Es gibt Zuschauer, die also ja nicht von Anfang an dann jedes Let's Play gucken, beziehungsweise die halt später dazu stoßen. Und da wir jetzt ja schon so weit mit den Folgen sind, was wir auch mal kurz dokumentieren können in Form der ja Folgetiere, die wir kaufen. Wir sind also hier bei der Folge 249 jetzt schon. Und ich steige jetzt hier mal kurz ab, lass den weiterarbeiten. Ja, und es gibt Leute, die halt jetzt erst sozusagen in das Let's Play finden. Und die wollen natürlich nicht erstmal die 248 Folgen sich nochmal anschauen und haben vielleicht deswegen die ein oder andere Frage. Genauso wie in diesem Fall, denn es gibt eine Frage, der liebe Marc, der hat sich jetzt auch mit eingefunden. Schön, dass du mit dabei bist und diese Let's Plays auch verfolgst, finde ich sehr, sehr toll. Und der kam also hier auf eine Situation, die ihn ja etwas irritierte, weil er hatte das in seinem Let's Play nicht. Also das heißt, er spielt selber auch. Und ihm ist aufgefallen, ich habe hier oben rechts unter der Uhrzeit diverse Prozente und Sachen stehen, nämlich ein Schadensmodell. Es ist ein Mod. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich spiele ohne Mods. Also damit meine ich natürlich diese übertriebenen Mods, so mit 60 Meter breitem Grupper und so Spielchen. Aber Mods, die ich für sinnvoll halte, die auch die Realitätsgrade steigern hier im Spiel, damit das ein bisschen mehr in der Wirklichkeit ist, die nutze ich sehr gerne. Und wir haben jetzt also hier zum Beispiel den Schlüter-Traktor mit der Seemaschine ZRX1402 von Amazone. Und die haben beide jetzt 0%. So. Jetzt kann ich das auch zusätzlich über die Steuerungstaste N noch einschalten für Fahrzeuge, die sozusagen, in denen ich nicht drin sitze. Indem ich drin sitze, das wird direkt angezeigt. Wenn ich jetzt also hier aussteige und Steuerung N drücke, dann sollte er, genau, mir nehme ich hier über dem Fahrzeug den Schaden für diese ja dort angeguckten Teile anzeigen, nehme ich jetzt im Moment 0%. So, jetzt steigen wir mal wieder ein. Denn, wie gesagt, wir haben 0% und jetzt das Schadensmodell sagt also, wenn wir irgendwo dagegen fahren oder hängen bleiben, dann kriegen wir einen gewissen Schaden. So wie es ja in Wirklichkeit auch ist. Wenn ich mit dem Auto gegen einen Zaun fahre, dann kriege ich Kratzer und Dellen rein. Das wird so jetzt hier nicht gezeigt, aber in Form von Schadensprozenten. So, wenn ich jetzt also dummerweise aus irgendeinem Grund einfach mal hier, oh Mist, jetzt bin ich hier dagegen gefahren, mache. Und dann seht ihr jetzt, die Amazone hat einen Schaden von 11% bekommen. Das heißt, da ist jetzt irgendwas verbeult. Das sieht man so leider nicht. Die Textur bleibt gleich, aber diesen Schaden haben wir. Und deswegen habe ich mir dann diesen Mod geholt, weil das ist realistischer. So, das müssen wir aber auch irgendwie reparieren. Und dafür gibt es eine Werkstatt. Den Mod dafür gibt es übrigens direkt auf der Landwirtschaftssimulator-Seite. Und dann kann man den hier installieren, dann passt das. Weil ich finde, das ist einfach ein bisschen realistischer. Sonst kann man hier quer durch die Berge fahren oder irgendwo gegenbrettern. Das macht alles nichts aus. Und wir wollen es ja, ja, sagen wir, so nah wie möglich an der Realität spielen. So, und jetzt habe ich mir also, um das hier wieder zu reparieren, dieses Gebäude aufgebaut. Na, das ist also hier die Werkstatt. Ja, ein frei platzierbares Gebäude, was man sich hinsetzen kann. Auch schön ausgestattet hier mit allem drin dran. Da sind ein, zwei Ersatzteile. Hier ist eine Werkbank. Ne? Da sind auch ein paar Werkzeuge drauf. Da unten ist noch ein Wagenheber. Ja, die Spinde und eine Hebebühne. So, und hier muss ich jetzt den kaputten Traktor bzw. das kaputte Teil reinfahren. Und Moment. Sehe ich das gerade richtig? Hat der wirklich jetzt hier doch einen Schaden? Weil das sieht jetzt hier ein bisschen verbeult aus. Oder ist das jetzt... Nee, ich glaube, das ist Textur. So, gucken wir jetzt gleich uns mal an. Also ich fahre jetzt das Gerät, was ja hier 11% Schaden hat, rein. So, fahre den in die Werkstatt und dann wird er automatisch repariert. So, jetzt kann man sich das auch nochmal mit der anderen Seite schön angucken. Wir sehen Schadentraktor 0% und der Schaden
Ja, an der Amazone wird jetzt repariert. Das kostet ein bisschen Geld. Je teurer das Fahrzeug ist, umso mehr Geld muss man dafür bezahlen. Und in Hagenstedt habe ich jetzt auch das Tolle, das werdet ihr Ende der Woche sehen. Da habe ich nämlich einen Helfer, der hat mir mal eine Erntemaschine geschrottet. Der ist da gegen einen Baum gefahren. Und ja, da kommt dann das nächste zum Einsatz, weil der ist so penetrant daran gefahren, dass der also die Maschine zu 100% Schaden verbeult hat. Dafür müssen wir dann entsprechend ein anderes Fahrzeug holen. Das erkläre ich nochmal. So, jetzt will ich hier nochmal gucken. Nee, das ist also keine Textur des Schadens gewesen. Das ist einfach ja, optisch so dargestellt. Ja, und wie gesagt, also mit dieser Werkstatt, da kann ich die Geräte reinfahren und dann werden diese automatisch repariert. So, lieber Marc und die anderen Zuschauer, die das auch nochmal wissen wollten, ich hoffe, ich konnte euch damit dementsprechend nochmal ein bisschen ja, informieren und euch erklären, was es damit auf sich hat. Und jetzt müssen wir allerdings, ihr seht auch überall, wo jetzt Geräte sind, ne, sind also eventuelle Schäden schon angezeigt. Also das nehme ich aber jetzt wieder raus, weil das sieht sonst ein bisschen strange aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch da jetzt nochmal einen kurzen Einblick so im Nachhinein verschaffen, wer das nochmal im Detail sehen will. Ich habe auch Tutorials dazu gemacht, die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Da ist das noch ein bisschen detaillierter erklärt, auch wie die Anschaffungskosten sind, wie das mit dem Platzieren funktioniert und. Ist da alles nochmal erklärt. So, jetzt kommen wir erstmal zum Tagesgeschäft, denn unser, ja, Ernter hier für die Zuckerrüben ist voll. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir das Ganze hier abtanken. Sodle. Und während der hier abtankt, können wir uns jetzt auch weiter um unsere nächsten Arbeiten kümmern. Wir sind jetzt gerade mal, nee, wir sind jetzt gerade mal auch nicht. Wir sind gerade mal, genau, hier am Ladewagen. So, da habe ich ja tatsächlich hier das falsche Fahrzeug erwischt zweimal. Ist ja auch ein bisschen doof, ne? Man sollte schon gucken, wo man hinklickt. Dann sieht man nämlich auch, was für ein Fahrzeug man möchte. Mann, 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 Mann. So, wir sind nämlich hier dabei, gerade ein bisschen unsere BGR zu füttern. Weil Gras haben wir jetzt erstmal für die Kühe noch genug. Das ist also erstmal soweit alles in Ordnung und kein Problem. So, und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir hier angefangen haben. Ach, da hinten, genau. Wir hatten ja hier relativ in der Nähe der Einfahrt das Ganze hier beendet, weil der Ladewagen voll war. Und von hier werden wir das natürlich jetzt auch weiterführen. Und das nächste gemähte Gras, was wir ja zum Glück schon in Schwaden abgelegt haben, dementsprechend hier weiter einsammeln. Dafür schalten wir mal kurz den Ladewagen an und ja, geben wieder Gas, denn das Gras ist ja für uns in mehrfacher Richtung wichtig. Ich sage es auch immer wieder gerne, denn zum einen füttern wir unsere Kühe, wenn Bedarf ist, auch unsere Schafe damit. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, könnt ihr das gemähte Gras ja auch in die BGA, in Silo abkippen, das gären lassen, dann kriegen wir Gülle. Zum dritten bringt dann dieses, was wir zu Gülle verarbeiten, also die Silage, die wir in den Schacht reinschütten, Kohle. Also wir haben da eigentlich nur Vorteile mit. Und von dem Punkt, wir brauchen viel Geld. Die nächste Anschaffung steht schon sozusagen in den Startlöchern, wartet nur auf ausreichend finanzielle Mittel in Form von ungefähr 370.000 Euro, die wir da brauchen. Denn wir wollen uns noch einen großen Case zulegen, damit wir mit der Ernte ein bisschen schneller und effektiver arbeiten können. Zumal wir ja auch schon die nächsten Felderweiterungen planen und es wird langsam dann mit jeweils nur einer Maschine etwas eng. Wir haben ja jetzt im Prinzip schon fünf, ja, Felder, in denen wir Standardfruchtsorten ansetzen. Und das wird dann doch langsam ein bisschen tricky. So, hier, das geht ja zum Glück relativ zügig. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Der Grimme Maxtron, der Zuckerrübenernter, ist in dem Punkt auch jetzt schon wieder hier richtig gut zugange. Also, ihr habt es ja in den Kommentaren schon geschrieben. Da kamen auch schon die ersten Schätzungen. So 199 bis 200.000 Liter könnten das werden. Das deckt sich auch so mit dem, was ich mir ungefähr vorstelle und erhoffe. Und das wird natürlich, ja, unser Silo mit einer neuen Fruchtsorte doch gewaltig füllen. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Deswegen halte ich auch immer den Grimme so ein bisschen noch im Blick. Ich hoffe nur, dass der jetzt da zum Schluss nicht auch noch Probleme macht. Der bleibt ziemlich lange bei 28%. Eben 29%, alles klar. Also der hat wohl gedreht. Und ja, das dauert halt bei den großen Grimme-Maschinen doch ein bisschen länger.
werdet ihr auch in Hagenstedt sehen, falls ihr das Let's Play verfolgt. Da habe ich ja den Tektron als Kartoffelernter im Einsatz. Auch da, ja, zieht sich das so ein bisschen. Da kriegt man manchmal schon ein mulmiges Gefühl, weil er dann doch ziemlich lange dazu gange ist. Aber der braucht halt mit seiner Riesenmaschine doch eine Sekunde länger zum Drehen als so die Standardgeräte. Ja, die zwei Krim-Varianten, also Maxtron für Zuckerrüben, Tektron für die Kartoffeln, sind ja so die größten Erntemaschinen, die es hier im Spiel gibt. Aber das Schöne ist, die gibt es also auch in Wirklichkeit, diese Maschinen. Und auch die Preise sind, sagen wir mal, relativ, nicht hundertprozentig, aber relativ nah an der Wirklichkeit dran. Falls ihr euch also interessiert, was kosten denn so Traktoren und solche Spielchen, also da liegt ihr mit den Preisen, die hier drin veranschlagt sind, doch schon sehr, sehr nah an der Wahrheit. Wobei ich glaube, da haben die sich eher an den Listenpreisen orientiert. Also ich denke mal, mit ein bisschen Verhandlungsgeschick, das können wahrscheinlich auch einzelne Landwirte bestätigen, haben wir definitiv auch die Möglichkeit, so noch ein paar Euro mehr rauszuholen. Was wir jetzt erstmal rausholen müssen hier, ist ja das Gras aus unserem Ladewagen. Das heißt, wir kippen das Ganze jetzt mal in die BGA ab. Das ist jetzt der zweite, den wir haben. Das heißt, wir sind schon wieder bei 80.000 Litern. So, und wir fahren hier mal vorsichtig durch. Aber wirklich vorsichtig, denn ja, ihr erinnert euch bestimmt, es war so vor circa 2 Wochen. Da waren die Bäume doch sehr aktiv und mir ist da, als ich im Radlader gefahren bin, doch tatsächlich so ein Baum direkt vor die Schaufel gesprungen. Und ja, der Baum muss vom Planeten Krypton gewesen sein, denn ja, aus irgendeinem Grund, ja, ist die Schaufel verbeult gewesen sozusagen. Wir hatten mächtigen Schaden am Radlader und der Baum, ja, der hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Also war schon sehr interessant, was da vom Physikverhältnis dann rauskam. Ich kenne das anders, wenn da einer mit 30 oder 40 Tonnen dagegen fährt, dann knickt das Teil um und fertig ist. Aber nun gut, wie gesagt, war wohl dann ein besonderer Baum. So. Ja, was mich ein bisschen stört, ist eigentlich, dass der im Rückwärtsgang sehr langsam fährt. Auch wenn ich hier die Stufe hochfahre, mehr als 11 km/h macht der Traktor nicht. Das ist ein bisschen ungünstig, aber erstmal auch soweit kein Problem. So, wir nutzen jetzt mal hier die Chance, hinten dran aufzufüllen. Ich will ja gucken, dass wir das so nah wie möglich an der Vorderseite haben, dass wir später einfach nicht so viel fahren müssen. So, jetzt fahre ich noch ein Stück zurück. Und jetzt müssen... Oh. Da gibt es keinen Platz mehr. Okay, der Bereich ist voll. Das heißt, jetzt können wir also dann hier vorne dran weiter auffüllen. Da muss man immer drauf achten, weil wenn der da vergisst, die Taste Q zu drücken, habe ich die Befürchtung, verschwindet das im Nirvana, denn die Textur verändert sich nicht. Ich will es jetzt auch gar nicht so im Detail mal ausprobieren, weil, ja, wir haben ja nichts zu verschenken, ne? So, jetzt fahren wir hier gleich wieder rum. Natürlich ein bisschen Obacht geben, dass wir hier nirgendwo am Zaun hängen bleiben. So, und wenn wir da oben angekommen sind, werden wir auf alle Fälle gleich nochmal wechseln. Denn wir müssen dann auf alle Fälle schauen, dass wir unseren Maxtron gleich abtanken. Ich suche jetzt wohl gerade den Anfang unserer Spur. Das war ziemlich weit hier vorne am Kuhstall. Ah, da hinten sieht man schon. Ja, also so weit reicht die Textur dann schon. Man kann es erkennen, aber nicht so ganz im Detail. Also da seht ihr immer so eine Linie, die da vorne alles aufbaut. Denke ich mal einfach aus grafischen Gründen gemacht, dass er nicht zu viel berechnen muss. Ansonsten könnten die Leute, die sagen wir mal noch einen, ja, von der Leistung her doch moderaten PC haben, sagen wir mal so 4-Kern oder Dualkern vielleicht sogar noch, hat ja nicht jeder gleich irgendwas Dickes, Großes, ja, die hätten sonst wahrscheinlich Grafikprobleme auch, weil auch diese PCs nicht unbedingt dann gleich irgendwelche Hightech-Grafikkarten drin haben. So, und jetzt bleiben wir hier aber mal stehen und werden uns mal hier ja, zu unserem Maxtron begeben. Den werden wir jetzt nochmal abtanken. Und ich sehe schon, ja, wir haben noch ein bisschen was zum Ernten. Mal gucken, ob der das da unten im Drehen schafft. Ja, das schafft er sogar an dem Häuschen. Wunderbar. Was mich interessiert, ist mal ganz kurz festzustellen. Ah, Schaden 0%. Alles klar. Perfekt. Das bedeutet nämlich, das Drehen hinten am Häuschen klappt ohne Probleme, ohne dass da irgendwie Schaden entsteht. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich das noch schaffe, aber ich will aber auch keinen Mist bauen. Nee.
Ah, und das war natürlich jetzt blöd, weil ein paar Zentimeter haben nur gefehlt. So, jetzt werden wir aber hier mal rückwärts ranfahren. Gucken, dass wir hier dementsprechend das Ganze so rum abtanken. Ja, wunderbar. Dann kann der sich nämlich hier jetzt einmal füllen. Und wir bleiben aber auch gleich im Truck drin. Ein Stück rückwärts fahren wäre vielleicht noch sinnvoll. So. Denn das können wir dann im Prinzip gleich abkippen. Wir sehen schon, das wird ja gar nicht alles da reinpacken. Ich hätte vielleicht dann doch gleich wieder das Ganze wegfahren sollen. Aber nun gut, wir schauen mal, wie weit er runterkommt. Ja, und das passt eigentlich schon noch ganz gut. 15% sind noch drin. Mal gucken, das kann aber jetzt in Ruhe schon mal weiter abernten, während wir im Prinzip hier die Zuckerrüben schon mal auf die Seite bringen. Sprich also in unseren dafür vorgesehenen Unterstand mit dem Förderband. So, das machen wir aber nicht mehr heute, denn wir sind durch mit unserer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt, wie gesagt, auch nochmal halt ein bisschen Erklärung. Mache ich ja ganz gerne, wenn ihr euch da irgendwelche Fragen auftauchen, dann beantworte ich die sehr gerne. Denn wie gesagt, wenn jemand jetzt so, sagen wir, in das Let's Play einsteigt und sagt, boah, der ist aber schon weit und da gucke ich mal mit, der weiß ja auch nicht, was dann vorher schon passiert ist. Von dem Punkt keine Scheu. Ich erkläre das immer gerne dann nochmal in einer etwas verkürzten Form für die, die sich es ausführlich angucken wollen. Wie gesagt, einfach mal in die Playlist Tutorials gucken. Da habe ich diese Sachen auch entsprechend nochmal alle drinstehen. Und dementsprechend denke ich mal, klappt das dann immer ganz gut. So, wir sind hier super dabei, haben das jetzt schick erledigt. Allerdings muss ich dann doch dem Kollegen hier mal sagen, dass er Feierabend hat. Das war's für heute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.